Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute eine schöne Mustervariante, ein Muschelmuster mit Stäbchenbögen. Grundsätzlich ziemlich einfach zu häkeln. Eine super schöne Optik, wie ihr hier seht. Erinnert mich auch so ein bisschen an Blüten. Ich habe es hier einmal in Pink gehäkelt, in einer schönen Breite. Wolle stelle ich euch natürlich gleich noch genauer vor und natürlich auch, mit welcher Nadel ich es gehäkelt habe. Und viel Spaß jetzt bei der Anleitung. So, ihr Lieben, ich starte mit dem Muster, mit der Wulli-Hax-Wolle hier in Sheep Merino Extra Fein, 50 Gramm, 110 Meter Lauflänge, eine schöne pinke Wolle. Und hier haben wir auch einmal noch so ein paar weitere Daten für 5,5er bis 6,5er Nadeln. Ich werde tatsächlich auch mal eine 6er Nadel dafür benutzen. Und das Ganze hat 50% Wolle, 28% Baumwolle und 22% Polyamid. Und wir haben hier die Farbe, dieses süße Rosa, eben die 37. Und gut, los geht's mit der Wolle. Ich habe hier das Knäuel schon mal angefangen. Und für das Muster häkel ich tatsächlich ein Vielfaches von 6 und 2 zusätzliche Luftmaschen. Vielfaches von 6, 6, 12, 18 und dann eben so immer so weiter. Plus 2 weitere dazu. Ich nehme tatsächlich die 18. Das heißt, ich häkel diese Bögen 3-mal. Also immer aus 6 von den Maschen bekomme ich einen der Bögen, plus 2 drauf, bin ich bei 20 Maschen. Und die schlage ich jetzt erstmal an. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 habe ich. Und die allerletzte noch dabei. So, 19 Stück gehäkelt, 20 Stück gehäkelt, Entschuldigung. Also 20 Maschen da. Ich lasse jetzt die erste Masche hier aus und steche in die zweite ein und häkel dort eine feste Masche hinein. Also los geht's mit einer festen Masche. Dann lasse ich die nächsten beiden Maschen aus. Diese hier, die werden ausgelassen. Ich nehme einen Umschlag und häkle in die dritte Masche von der Nadel aus gesehen ein Stäbchen. Und es bleibt nicht bei dem einen Stäbchen. Ich häkle jetzt noch 4 weitere Stäbchen dazu. Also in diese eine Masche kommen insgesamt 5 Stäbchen hinein. 2, 3, 4 und Stäbchen Nummer 5. Also 5 Stäbchen gehäkelt. Dann lasse ich wieder 2 Maschen aus und häkel wieder eine feste Masche. Feste Masche gehäkelt. Dann wieder 2 auslassen und wieder die Stäbchen häkeln. Wieder 5 Stück. Stück geschafft. Das seht ihr hier liegen. Wieder 2 Maschen unten auslassen und wieder eine feste Masche häkeln. Dann lasse ich wieder 2 Maschen aus und häkel wieder 5 Stäbchen. Und wenn alles richtig aufgeht, habe ich noch genau 3 Maschen übrig und das passt. Also alles richtig gemacht beim Zählen. Und ich häkel jetzt meine 5 Stäbchen, 2, 3, 4 und Nummer 5. Geschafft. So sieht es momentan aus. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was mit diesen letzten 3 Maschen passiert. 2 davon werden ausgelassen und in die dritte kommt eine feste Masche hinein. Also nochmal zusammengefasst, was habe ich gemacht? Ich habe ein Vielfaches von 6 gehäkelt, das waren bei mir 18 Maschen. Dann habe ich 2 dazugegeben, ich habe eine Masche ausgelassen und
in die zweite eine feste Masche gehäkelt. Dann wieder zwei ausgelassen, fünf Stäbchen gehäkelt, wieder zwei ausgelassen, eine feste Masche. Und das habe ich dann jeweils fortgesetzt. Ich habe immer zwei Maschen Abstand gelassen und fünf Stäbchen und feste Maschen im Wechsel gehäkelt und das Ganze mit der festen Masche hier ins Ende beendet. Und jetzt kommt die zweite Reihe. Dafür nehme ich drei Luftmaschen für die Höhe, drehe das Ganze einmal um und häkel in die Masche meiner festen Masche hier zwei Stäbchen hinein. Warum mache ich das? Ich häkel gerade den Rand und da kommen immer die halben Muscheln hin, die ich häkle. Deswegen habe ich hier also diesen halben Bogen gehäkelt. Fünf lässt sich natürlich schwer durch zwei teilen, deswegen nehme ich einfach drei. Und es geht jetzt hier mit dem Häkeln weiter in die Masche des mittleren Stäbchens, also zwei hier jeweils außen. Hier habe ich das mittlere, dort steche ich ein und dort häkle ich eine feste Masche hinein. Dann bin ich damit fertig und häkel hier in der festen Masche weiter. Dort hinein kommen, Überraschung, fünf Stäbchen. Erstes habe ich, zweites, drittes und das vierte und Nummer 5. Dann kommt wieder eine feste Masche hier oben in die mittlere Masche des Bogens gehäkelt und wieder 5 hier in die feste Masche. 2 3, 4 und Nummer 5. Dann hier wieder eine feste Masche zentral. Und ich bin jetzt hier wieder am Ende. Ich habe hier die erste feste Masche, die ich gehäkelt habe. Und dort häkle ich drei Stäbchen hinein. Ich habe hier am Anfang die Luftmaschenkette mitgehäkelt und dann zwei Stäbchen daneben. Die erste Luftmaschenkette hier am Rand war eben als Ersatz für ein Stäbchen. Und hier kommen dann eben entsprechend direkt drei Stäbchen hinein. Und dann habe ich das Ganze auch an beiden Seiten parallel gearbeitet. Dann geht es grundsätzlich genauso mit der nächsten Reihe weiter, wie ich mit der ersten angefangen habe. Ich nehme eine Luftmasche, drehe es um und häkel eine feste Masche in die erste Masche, die ich hier liegen habe. So, und dann häkle ich wieder diese Fünferpacks in die festen Maschen, die ich liegen habe. Hier habe ich schon die Einstichstelle an der Seite, die ich gleich wieder für meine drei festen Maschen brauche. Nicht meine drei festen Maschen, sorry, meine drei Stäbchen natürlich. Und im Verlauf, also im Muster selbst, also nicht an den Rändern, sind es dann natürlich immer entsprechend 5. 4 und Nummer 5. Auf die Bögen oder auf die Muscheln der Vorreihe kommen dann natürlich immer die festen Maschen zentral und ich gehe hier wieder in die feste Masche und häkel wieder 5. Hier wieder die feste Masche auf den Bogen und hier wieder die 5 Stäbchen. Und es kommt eine feste Masche hier um die Luftmaschenkette herum als Abschluss. Und damit ist auch diese dritte Reihe erledigt. Dann geht es weiter mit Reihe Nummer 4.
Und dafür nehme ich wieder drei Luftmaschen. Das ist nämlich wieder eine, wo ich den Rand mit häkle. Hier habe ich ja immer im Wechsel bei den ungeraden Reihen, also bei 1 und 3, hatte ich es so, dass ich hier feste Maschen außen gemacht habe. Und bei den geraden Reihen, ich bin jetzt bei Reihe Nummer 4, ist es so, da starte ich mit 3 Luftmaschen und häkel direkt in die feste Masche, die ich direkt vorher gemacht habe, 2 Stäbchen und habe dann hier meinen Seitenstart. Dann gehe ich hier in die zentrale Masche der Muschel hinein und häkel dort eine feste Masche drauf und dann hier in die feste Masche einstechen, die als nächstes liegt, und wieder 5 Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. Diese Reihe beende ich dann gleich natürlich auch wieder mit 3 Stäbchen hier außen hinein und sonst kommen hier auf die Muscheln drauf die festen Maschen und hier in die feste Masche selber wieder 5 Stäbchen. Ich häkel das jetzt nochmal einige Reihen weiter und zeige euch dann nochmal ein Zwischenergebnis. Hier bin ich jetzt wieder und ihr seht jetzt wirklich nochmal ein Update nach einigen Reihen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schön ebenmäßiges Muster. Es hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit eben zu Blüten, weil es immer hier diese 5 Stäbchen aus einem Zentrum herauskommen. Es ist relativ dicht, obwohl sich hier eben so kleine Öffnungen ergeben und eben richtig, richtig schön ebenmäßig. Eine super schöne Struktur drin und grundsätzlich eben einfach auch einfach zu häkeln. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mit einer ungeraden Reihe auch wieder aufzuhören, weil ihr da eben eine von diesen Muscheln mehr drin habt. Es ist halt immer hier diese Variante, hier entweder ist halt eine Muschel so geteilt, beziehungsweise habe ich dann 2 halbe Muscheln außen liegen und dann 2 ganze innen, oder hier eben diese Bögen in den ungeraden Reihen habe ich eben entsprechend einen mehr. Das ist eben so ein bisschen der Unterschied und also zwischen der geraden und der ungeraden Reihe. Wie gesagt, ich würde eben empfehlen, mit mehr Bögen aufzuhören. Einfach ist eine schönere Optik meiner Meinung nach. Und wenn das Ganze euch wieder gefallen und Spaß gemacht hat, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.